Hallo Na und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial bei uns auf dem Kanal. Wie ihr seht, ohne Clint, der ist wieder hart am Hasseln, deswegen mache ich das alleine, aber ist ja auch kein Problem. Ich zeige euch heute mal, wie man eine Soul-Link am besten aufnimmt und wie man sie auch schneidet. Ich habe damals selber wie ein Blöder immer gesucht und nichts gefunden. Jetzt habe ich für mich eine gute Taktik herausgefunden und die zeige ich euch jetzt mal. Und zwar geht es natürlich erstmal los mit dem Aufnehmen einer Soul-Link. Ich schmeiß mal meinen OBS hier rüber, sieht natürlich immer schön creepy aus. Wir haben hier eine Szene, wo wir unser Layout haben. Ne? Layout ist wichtig, dass diese Bereiche hier, wo das Gameplay da ist, dass das eben durchsichtig ist. Ne? Ich kann es mal zeigen, wenn ich die Facecam hochziehe, da bin ich auch. Ne? Also es ist wirklich ein Layout, wo die vier Bereiche durchsichtig sind. Wie ihr das Layout selber aufbaut, ist euch natürlich selbst überlassen. Bei uns ist das eben von der aktuellen Platinaslog eben das Layout, was ich jetzt hier als Beispiel nehme. Ja, so. Wichtig ist natürlich auch, dass der Souling-Partner auf der anderen Seite aufnimmt, spricht für sich. Ne? So, also wir haben dann hier unsere Facecam. Wir haben hier oben dann eben das Gameplay. Wenn jetzt, wie bei Platin, auch wo zwei Bildschirme sind, kann man natürlich auch die Variante nehmen, unten den Green Screen und dann nur eben mich dann ausgeschnitten sozusagen mit rein und oben und dann unten noch den anderen Bildschirm und oben den Hauptbildschirm. Ne? Das geht auch so. Wenn ihr das dann aufgenommen habt, ich schmeiß mein OBS mal rüber. Zack. So, wenn ihr das dann aufgenommen habt und ihr habt euer Schneideprogramm, dann sieht das Ganze womöglich so aus. Ich zeige euch mal eben diese Videodatei. Das ist hier das letzte Mal, wo ich was aufgenommen habe. Nicht, dass ich wundere, dass es jetzt lautlos ist. Der Ton wurde über dem anderen PC aufgenommen. Das ist nämlich auch so eine Sache. Ihr braucht auf jeden Fall, jeder muss seinen Ton aufnehmen. Bei uns ist es der Fall, wir sitzen nebeneinander. Wir nehmen nur über einen PC den Ton auf, weil es sonst sich ja doppelt anhört. Dann halt es, dann kriegt man so einen blöden Hall-Effekt. So, wir haben jetzt hier diese vier Komponenten, die wir brauchen. Sprich, mein Part und den von Clint. So, rein da. Ah, da guckt er schon. Hallo. So. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar Audio-Tracks. Und noch zwei, lieber über drei Videotracks, ist ja egal. Wichtig ist jetzt, ich habe Movie Studio 14. Das ist ja nicht diese Pro-Version oder sonst was, das ist die Standard-Version, die am kostengünstigsten ist. Da gibt es leider nicht den Trick, dass man die Videospur und die Tonspur trennen kann. Also es gibt hier schon einen Trick, aber bei dem Pro-Programm kann man das einfach so machen. Ne, da gibt es dann hier unten irgendwo einen Knopf und dann geht das von ganz alleine. Das gibt es hier nicht, aber ist kein Problem. Ich ziehe den mal eben raus hier. Wir nehmen einfach den Teil. Ah. So, ich habe den falschen Teil genommen. Man kennt ihn. So, PC, machst du jetzt auch ein bisschen hin oder warten wir jetzt hier noch 2 Stunden? So, endlich, fertig. So, wir haben jetzt hier den Part von Clint. Wie ihr seht, da sind die Peaks um einiges höher. Wir haben hier zwei Tonspuren, warum auch immer. Ich glaube, da ist einmal irgendwas schief, das ist ja auch egal. So, folgendes. Um jetzt, wie ihr sehen könnt, es ist ja miteinander verbunden und der ist auch miteinander verbunden. Jetzt können wir erstmal die Tonspuren, die wir nicht brauchen, sprich diese beiden, ziehen wir einfach hier runter auf die letzte Tonspur oder die letzte Zeile. Und die Videospur, die wir nicht brauchen, ziehen wir nach ganz oben. Und wir brauchen ja nur eine von denen, dass wir dann hier theoretisch ja die eine Videospur haben und von dem anderen Video die Tonspur. Dann können wir hier unten jetzt ganz unten Track löschen nehmen und ganz oben auch Track löschen. Ziehen den runter und zack, können wir die beiden bewegen und verschieben, wie wir es wollen. Denn, wenn man mit OBS aufnimmt, hat man immer einen minimalen, also wirklich minimalen, Unterschied zwischen bei der Synchronisation. Deswegen ist es wichtig, dass wir die beiden hier verschieben können. So, jetzt gehen wir einmal ganz nah ran.
und nehme die Videospur 1, 2. Zwei Felder nach links. Und dann ist es perfekt aufeinander abgestimmt, das beides hier. Und, achso, der kann auch weg hier, den brauchen wir auch nicht. So, das heißt, wir haben jetzt hier einmal den Gameplay-Sound von mir, wie ihr hört. Und ich rede zwar, aber man hört es nicht, denn das ist hiermit verbaut. Nee, Marvin, das ist falsch. Warum? Weil das falsch ist. Das also, ist auch, auch schön laut. Hier ist der Ton von uns aufgenommen, bei ihm der Gameplay-Sound aber nicht. So, jetzt fügen wir die beiden einfach nur noch zusammen, indem wir sagen, den schieben wir mal eben nach oben hier, zack. Wenn der, habt ihr es gesehen, wenn es braun ist, verschiebt er den genauso, wie es vorher auch war. Ne? Sprich, dass wir, na, wo ist er? So. So, ne? So, dass wir diesen minimalen Unterschied, den wir eingebaut haben, hier seht ihr ihn, dass der noch mit drinne ist. So, das Gameplay tun wir auf die letzte Tonspur und dann ziehen wir das einfach alles rüber. Gehen, oh, ja, moin. So, gehen hier auf das FX von der oberen Spur. Jetzt, die liegen jetzt ja übereinander. Und jetzt sieht man ja nur von Clint die Videospur, weil die über meine rüber liegt. So, jetzt müssen wir halt machen, dass wir diesen Bereich hier freikriegen, indem wir jetzt hier auf FX drücken. Chroma Key. Chroma Key ist dafür da, um Farben rauszunehmen. Zack, hier ist er. Und wir sagen dem jetzt die Farbe Schwarz. Und wie ihr seht, zack, da bin ich. So, jetzt müssen wir uns nur noch zusammen synchronisieren. Ne, sonst, wir haben es mal versucht mit, wir drücken gleichzeitig auf Aufnahme und Aufnahme beenden, aber das klappt auch nicht immer hundertprozentig. Deswegen haben wir immer eingebaut. Wie ihr seht, wir haben hier drei Peaks. Ich kann es ja Ihnen zeigen. 3, 2, 1, ab! Ich schnipse. Und zwar mache ich das, damit ich die Videospuren zusammenführen kann. Von Clint kommt der Tonpart und von mir ja eben mein, um mein Video damit zu synchronisieren, eben das Schnipsen. Das heißt, wir nehmen den Peak, wo ich schnipse, beziehungsweise hier schnipse ich kurz davor. Und hier, ich gucke natürlich wieder on point, schieben wir jetzt die Zeile so weit, wir gehen schön daran, dass wir Frame für Frame gucken können, wann kommt der Schnips. Na, nur ein Schnips. Ah. Seht ihr das? Da ist auf jeden Fall noch und da, ja, da auch noch und da nicht mehr. Also da. Und wenn wir jetzt gucken, oh, da leckt natürlich wie sonst was. So nochmal. 2, 1, passt. So, sprich, das ist jetzt die genaue Synchronisation, die wir brauchen für das komplette Video. Und da wir irgendwo unseren Anfang haben, ich schätze mal, der wird hier sein. Ne, Schnipsen ist bei uns on point. Ja. So, das heißt, hier einmal ne, nichts markieren, S drücken. Ihr nehmt den Kram alles weg. Und schon habt ihr perfekt abgestimmt das Video und synchronisiert und könnt es dann weiterverarbeiten, ne? So wie es euch passt. Jetzt haben wir unser Layout und hier seht ihr ja gerade ist der erste Orden, beziehungsweise ich muss mal eben einmal gucken bei der Szene. Hier haben wir den noch nicht, genau. Um das noch alles ein bisschen einfacher zu machen, haben wir uns überlegt gehabt, dass wir das Layout einfach machen mit jedem Orden einmal drin. Sprich, man kann dann hier später in dem Videotrack das Layout einfach rüberziehen. Es ist ja durchsichtig, wie ihr hier sehen könnt. Und wir haben jedes Mal immer den aktuellen Orden dann mit drin. Und man kann auch so, wenn man gerade den Orden gewinnt, dass man den dann eben bis zu den einen bestimmten Punkt setzt und daneben dann einfach überlaufen lässt. Ne, wie ihr hier seht, hier ist die, ne? Wenn man hier jetzt den Orden gewonnen hätte, dass du dann hier auf den zweiten Orden rüber switcht. So kannst du dann eben, das ist eine runde Sache draus machen. So, und jetzt haben wir ja noch die Vierecke hier mit den Teams. Und da habe ich das so gemacht, wir haben über GIMP die Pokémon-Sprites genommen und haben die auf einer durchsichtigen Fläche, also wieder PNG, ne, ist ganz wichtig, PNG, nebeneinander gesetzt.
So, das heißt, wir können jetzt das Bild einfach einfügen. Na, so, das Bild einfach einfügen und haben jetzt hier unsere beiden Teammitglieder. Über dieses Feld hier, den Event Panorama Cropping, können wir das Ganze uns von der Größe her zurecht basteln. Und zwar können wir jetzt hier, das ist der Bildschirm, können wir hier jetzt einfach, wenn wir das größer ziehen, wird das Bild natürlich kleiner, ist ja klar, weil wir den Bildschirm vergrößern. Ihr könnt mit dem Mausrad auch rauszoomen und dann könnt ihr euch das so hinsetzen, ne, so verschieben, dass es euch passt. Vielleicht noch ein bisschen größer machen, so, zack, so, das sieht ganz gut aus. Und schon habt ihr eure Teammitglieder hier drin. Und das könnt ihr dann immer mit den ganzen anderen Teammitgliedern, die ihr dann fangt in den Aufnahmen, könnt ihr nachträglich dann das so ein PNG fertig machen und dann hier mit einfügen. Von den Videotracks her reicht das. Und so kann man die dann eben dann für den Moment, also ist natürlich jetzt hier ein blödes Beispiel, aber wie ihr dann seht, zack, haben wir ihn hier drin. Und schon könnt ihr eure Teammitglieder hier dann zur Schau stellen. So. Das sind eigentlich so das Wesentliche und Wichtige, was man braucht, um eine Soling zu schneiden. Also es gibt natürlich auch noch andere Möglichkeiten, aber wir fahren damit sehr gut und es funktioniert wunderbar. Ich habe schon viele versucht, mal anzuschreiben, viele Poketuber, ob die mir Tipps geben können oder wie die das machen. Ich habe bis jetzt keine Antwort bekommen. Macht es so, so funktioniert es auf jeden Fall. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen und viel Spaß beim Soling schneiden.